What's poppin'? Ihr geilen Leute. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt zu einer, ich finde, sehr, sehr spannenden Sache, die ich vorhabe. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Und zwar geht es heute ums Stinken. Es geht um Achselgeruch, Achselschweiß. Ich würde in Sophia Neigerts Sprache sagen, the Internet made me buy it. Ich war auf Instagram online und dort wurde mir eine Werbeanzeige vorgeschlagen. Und eigentlich bin ich relativ werberesistent, aber manchmal werden mir dann doch Sachen angezeigt, wo ich denke, okay, jetzt muss ich herausfinden, ob das Quatsch ist oder nicht. Kennt ihr diese Sachen? Ihr seht das und ihr denkt, das ist zu gut, um wahr zu sein. Aber dann denkt ihr, was ist, wenn es doch funktioniert? Würde ich es nicht wissen wollen? Würde es mein Leben nicht vereinfachen? In 99% der Fälle ist die Antwort nein. Und zwar handelt es sich um das Produkt Nude. Fresh Armpits Worldwide ist ein Deodorant, was verhindern soll, dass ihr Deodorant braucht. Angeblich soll man dieses Ding hier benutzen können und dann 3 bis 7 Tage komplett geruchsneutral sein. Beugt Bakterien vor und neutralisiert sie mit Mikrosilber. Ich habe gedacht, das ist einfach mal einen kleinen Test wert. Schreibt euch mal hier hin, was das gekostet hat. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe es vor 2 oder 3 Monaten bestellt. Keine Chemikalien, kein Alkohol, keine Tierversuche, 100% vegan, keine weißen Flecken. Jesus unter den Deos. Ich werde das Ganze jetzt testen und es herausfinden, weil wenn das Produkt wirklich so gut ist, was es verspricht, dann finde ich, sollte die Welt es wissen. Und wenn nicht, dann auch. Ich fahre heute in den Urlaub. Ich fahre wahrscheinlich... Ich habe mich mit Kevin gestritten. Wenn der zurückkommt, fahre ich in den Urlaub. Wenn das alles so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe, dann sind wir die nächsten 2 Wochen in einem Campervan. Das heißt, sehr viel Aktivität, vielleicht auch mal einen Tag ohne Dusche, sehr viel draußen, sehr viel Sonne, sehr viel Schwitzen. Das bedeutet, ich teste dieses Produkt unter den extremen Bedingungen. Und wir sehen uns das erste Mal, wenn ich dieses Zeug hier ausprobiere. Deodrop. Okay, erste Nacht im Hotel und ich werde jetzt das erste Mal Nude benutzen. Ich hoffe, ihr hört mich wegen der Lüftung. Das ist so eine kleine Tube und da ist wohl Creme drin. Sowas wollte ich schon immer mal gemeinsam mit euch machen. Ich habe eine ganze Zeit ein Deo benutzt, das heißt Wolkenseifendeo. Das war auch Creme, deswegen bin ich relativ gewöhnt daran, dass mein Deo eine Creme ist. Falls das für euch was Neues ist, ich weiß es ja nicht. Ich glaube, in Öko-Kreisen ist es relativ vertreten. Also ich habe jetzt schon so weiße Spuren unter den Armen. Ich weiß allerdings nicht, ob ich zu viel benutzt habe. Aber das stört mich auch ehrlich gesagt nicht. Was mich viel mehr interessiert ist... Nein! Es ist in die Toilette gefallen! PS Kevin hat es übrigens auch benutzt, das Deo. Ich bin sehr gespannt, wie unterschiedlich deine Erfahrungen zu meinen sind. Good morning, Party People. Ey, es war gerade so schwierig, diese Kamera aufzustellen in diesem Wohnmobil. Kennt ihr es, wenn ihr so richtig aggro werdet wegen Dingen? Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen. Entschuldigt bitte, dass ich noch ein bisschen wüst aussehe. Ich habe zwar geduscht, aber mein Kopf hat davon noch nichts abgekriegt. Also, ich habe das gestern den ganzen Tag drauf gehabt. Es war heiß, ich habe geschwitzt und ich habe die ganze Zeit neutral gerochen. Jetzt bin ich eigentlich gespannt, weil heute ist der Tag, an dem es eigentlich darum geht, okay, ist es ein reguläres Deo oder hält es wirklich länger? Ich habe jetzt geduscht, das heißt, ich habe das Deo selbst eigentlich runtergewaschen. Und jetzt gucke ich mal, wie es heute wird. Auf der Verpackung steht, dass es Menschen gibt, die es jeden zweiten Tag benutzen müssen und Menschen, die es alle 7 Tage nur benutzen würden. Also ich muss sagen, ich fände es schon ganz nice, wenn es mindestens 3 Tage halten würde, weil es ist ja eine Gewohnheit fürs Gehirn, jeden Tag Deo zu benutzen. Das ist fest eingespeichert. Und eigentlich sind diese Gewohnheiten mega wertvoll und ich finde, es muss schon 3 Tage eigentlich für mich funktionieren, damit ich sage, es ist ein Wundermittel. So Leute, es ist sehr, sehr dunkel hier im Campervan. Ich drehe mich mal um und ich rieche neutral. Ist es irgendwie eklig, wenn ihr mir dabei zuguckt, wie ich an meinen Achseln rieche? Irgendwie schon, oder? Ist jetzt nicht unbedingt eine Bewegung, die ich präferiere bei anderen Menschen. Ich habe es vorgestern schon drauf gemacht und ich rieche auch noch neutral. Du riechst auch noch neutral. Also, ich weiß nicht, ich rieche neutral, aber so, ich habe so ein Gefühl, wenn ich da dran rieche, wie morgen ist der Zauber vorbei. Ich weiß nicht wieso, so als wäre da so... 2%, die schon andeuten, dass morgen der Breaking Point ist. Wir werden sehen.
Ja, gut, dass wir morgen mit ganz vielen Freunden unterwegs sind, die wir in den Arm nehmen. Und es wird bestimmt ganz super, falls es morgen nicht mehr funktioniert. Eine Sache möchte ich noch gerade hinzufügen. Wir haben heute krass viel geschwitzt. Wir waren krass viel in der Sonne. Also sogar wenn das Zeug morgen nicht mehr funktioniert, muss ich sagen, die Leistung, die es bisher gebracht hat, ist wirklich stabil, oder? Absolut, ja. Ich bin an diesem Punkt schon ein bisschen beeindruckt. Hello, Party People. Ich habe immer noch kein Deo drauf. Ich bin im Campervan. Ich habe jetzt kein extra Mikro angeschlossen, hier sieht's aus wie Sau, aber ihr kommt damit schon klar. Es geht schließlich um Deo, nicht um Interior Design. Der Test ist vorbei. Ich habe heute das erste Mal in meinem Leben zu Kevin gesagt, kannst du bitte mal an meinen Achseln riechen? War nicht das erste. Ich meine nicht, wenn du heimlich an meinen Achseln schnüffelst. Auf jeden Fall ist der Test finally vorbei. Heute ist der Tag der Tage. Ich habe Kevin gesagt, kannst du bitte an meinen Achseln riechen? Und er hat gesagt, na klar. Mach ich das sofort, mach ich das. Und seine Auswertung war? Stinkt. Deswegen kann ich sagen, heute ist Tag 7. Wahrhaftig, wir haben Freitag und letzten Freitagmorgen habe ich das erste Mal aufgetragen. Und heute ist der erste Tag, wo ich wirklich unangenehm rieche. Gestern und vorgestern hatte ich schon so das Gefühl, okay, ich rieche nicht mehr 100% neutral, aber das riecht wirklich nur jemand, der, jetzt kommt die Beschreibung des Jahrhunderts, der mit seiner Nase in meiner Achselhöhle hängt, würde sagen, das stinkt nicht, du hast vor einer halben Stunde geduscht und hast noch nicht Deo drauf gemacht. So, würde ich sagen. Und da habe ich gedacht, na, das gilt noch nicht, hier kann ich den Test noch nicht abbrechen. Heute an Tag 7 kann ich ihn abbrechen. Kevin hat das Deo jetzt schon zweimal drauf gehabt. Das erste Mal hat es 2 Tage gehalten. Nee, 4. Also 4 Tage und jetzt sind es, glaube ich, 3. Und bei mir würde ich sagen, hat es im Extremfall 7 Tage gehalten. Ich persönlich würde aber jetzt dieses Deo nach 5 Tagen maximal wieder neu auftragen, um mich wirklich 100%ig safe zu fühlen. Weil ich laufe auch lieber durch die Gegend super fresh und nicht so, oh, ich rieche vielleicht so ein bisschen noch Schweiß, aber nicht so ganz. Ist nicht so my kind of smell irgendwie, den ich so favorisiere. Ich finde es cool, ich werde es weiter benutzen. Ich kann gerne auf Instagram oder so nochmal ein Update geben, ob ich das Ganze in 2-3 Monaten noch genauso sehe. Ansonsten würde ich sagen, hat das Instagram Made Me Buy It auf jeden Fall bestanden. Möchte an dieser Stelle aber auch nochmal einwerfen, ich weiß nicht, ob ich es im Video schon gesagt habe, dass 2 Zuschauerinnen sich bei mir gemeldet haben, nachdem ich auf Instagram gesagt habe, dass ich das Ding teste. Und die eine hat gesagt, bei ihr hat es überhaupt nicht funktioniert. Und die andere hat gesagt, dass es fast 2 Wochen gedauert hat, bis das gewirkt hat. Also, dass sie die ganze Zeit gestunken hat und dann auf einmal hat es gewirkt. Für mich wäre das Ding erfolgreich. Alle 4-5 Tage finde ich echt Bombe. So, und dein Endzitat ist, benutzt du es weiter? Ja, aber ich werde es alle 2-3 Tage auftragen. Alle 2-3 Tage. Gut, aber das ist natürlich auch körperabhängig. Ich bedanke mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich freue mich sehr, dass ihr lebt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ihr seid süß und klein.